Die Avalon Group ist heute der Marktführer für Bankensoftware in der Schweiz. Seit 3 Jahren sind wir am Internationalisieren und sind unterdessen in 8 Ländern präsent. Das heisst, wir können Innovationskraft und Produkte aus der Schweiz heraus exportieren. Und wir sind eigentlich ein schönes Beispiel, was in Zürich kann entstehen in der ICT-Branche. Wir haben mit der halben voll Leute angefangen, beschäftigen heute etwa 600 Leute in Zürich selber, in der Stadt. Also ich bin mal froh, dass die Politik das Thema ICT für sich entdeckt hat. Es hat ja eine Studie gegeben, letztes Jahr, glaube ich, vom Bundesrat lanciert, wo man analysiert hat, dass die ICT-Branche über 10% des Bruttoinlandprodukts generiert. Und das ist gar nicht so bekannt. Ich glaube, die Schweiz hat gute Gene, um Innovation innovativ tätig sein in der ICT-Branche. Wir sind ja als Urdemokratie erzogen dazu, zu allem eine Meinung zu haben und die auch zu äußern. Und das fördert die Kreativität, auf der Innovation kann wachsen. Und die ICT lebt natürlich von der Innovation. Standortvorteil in Zürich, gute Ausbildungen, ein gutes Umfeld für Firmen, Rechtssicherheit und all das sind wunderbare Voraussetzungen, um die ICT-Branche hier gedeihen zu lassen. Ich habe noch nie so eine Know-how-Dichte von der ICT-Branche auf einem Fleck, auf einem Moment erlebt wie jetzt hier. Das ist vielversprechend. Für mich wird es jetzt sehr zentral sein, dass man die Initiative als Programm führt. Also die ganzen Inhalte und die interessanten Vorhaben, die wir zusammen diskutiert haben, damit die Realität werden, muss man das jetzt stringent führen. Wirklich projektmässig führen und dann gebe ich dem ein ganz gutes Potenzial.